Ich bin in meinem Baumgartner. Sie haben aufregende Tage hinter sich. Nationalmannschaftsdebüt im November. Dann Vertrag. Der erste, den Profivertrag unterschrieben. Und heute Abend 2 Goal. Ja, in letzter Zeit macht es mir Spielen Spaß. Bei mir läuft es. Ich denke, ich probiere einfach zum Spielen. Manchmal kommt es besser, manchmal kommt es schlechter. Aber heute war sicherlich ein guter Tag. Als 18-Jähriger Österreicher sind Sie hier in Davos gelandet. Können Sie ein bisschen erzählen, wie Ihr Weg verlaufen ist? Wieso dass Sie jetzt überhaupt hier spielen? Ja, Davos war in der Schweiz das Einfachste mit der Schule. Mit dem Sport das hat man am besten kombinieren können. Und so habe ich mich für Davos entschieden. Zum zurück zum Tagesgeschehen von heute Abend. Es sind 6-1 gewonnen, der erste Sieg in der Platzierungsrunde. Was denken Sie, was kann das sein? Ist das ein Ausrufezeichen im Hinblick auf die Playout-Serie gegen Rapperswil-Jona? Ja, ich glaube, wir kommen immer besser in Fahrt. Wir probieren jetzt einfacher zum Spielen. Und ja, in letzter Zeit schauen wir, dass wir in der Defensive besser stehen und vorne unsere Chancen nutzen. Und ja, heute hat es geklappt. Was spricht dafür, dass der HC Davos die Serie gegen Rapperswil am Schluss kann positiv gestalten kann? Ja, ich denke, wir haben genug Talent da, dass wir die Playoff-Serie gewinnen. Ja, aber jetzt denken wir mal nicht so weit voraus. Jetzt ist am Donnerstag und am Samstag noch 2 Spiele. Und dann schauen wir, dass wir gut in die Platzierungsrunde kommen. In die Playout-Runde kommen. Danke vielmals. Benjamin Baumgartner.